vorgestellt. Train Station Simulator von Applicats Apps Studio, so heißen sie, glaube. Ja, danke für den Key an die Developer. Und ja, wir gucken uns dieses Spiel mal an. Gehen hier in die Kampagne, in den ersten Spiel rein und schauen mal, was da so zu tun ist, weil hier gibt es auch ein Tutorial, ist nur ein Text-Tutorial zurzeit. Und naja, das ist halt so, hier ein paar Tipps. Hier unten sieht man, wie die Zeit läuft und doch, man kann das Spiel in Pause machen, machen wir mal gerade vielleicht. Hier, wir haben 200.000, Tag 1 ist es, das ist die Uhrzeit. Das Spiel ist zwischen 5 Uhr und Mitternacht am Spielen, in Anführungsstrichen. In der Nachtzeit kann man dann bauen, Bahnsteig vergrößern und sowas. Hier links haben wir das Bauen-Menü zum Beispiel. Hier kann man Standard-Bodenfliesen legen. Die sind jetzt auch, glaube ich, gerade sogar gefragt. Obwohl, hier steht es noch nicht. Wir klicken mal gerade weiter. Also da wird nochmal genau erklärt, was wo ist. Und wir brauchen 8 mal 14 Fliesen für hier unseren Dingens. Mausrad rein, rausscrollen. Und ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 14 ist übrigens dann bis da oben hin. Das habe ich schon mal getestet. 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, das passt schon mal. Und dann geht's weiter. Ach so, ja. Okay, machen wir erst das, was da steht, nämlich die Wände. Standardwand. Und das sollten wir dann hier loslegen. Bis dahin. Von dort bis dahin. Von dort bis dahin. Und von dort bis dahin. Und wie man sieht, da geht nichts hinzubauen. Da ist es offen. Ist ja auch klar, da muss ja auch der Zug durch. Gut. Eine große Tür sollen wir dann nehmen. Auf der 8 ist das. Auch sehr schön beschrieben hier. Und die sollen wir dann hier irgendwo einbauen. Mit der R-Taste kann man diese Türen dann drehen. Und dann gehen die da auch rein, wie man sieht. 1, 2, 3 machen wir mal so. Dann haben wir das auch. Dann haben wir Verbindung zur Straße. Okay, drehen ist klar. Und dann gehen wir in das Objektmenü, welches da drunter ist. Und dann sollen wir Ticketmaschinen kaufen und die aufstellen. Machen wir mal dahin und dorthin. Wo wir können ja auch ruhig ein paar mehr machen. Ne? Dann können auch genug sich ein Ticket kaufen. Gut, Classic Bench. Das ist hier die Bank. Die Leute wollen sich auch ausruhen. Die drehen wir natürlich auch. Machen wir ein paar hin. So, klassisch. Gegenüber, ne? Haben wir. So, weiter geht's. Facility. Und das ist dann Anlagen. Und dann Public Restroom. Der ist hier. 6, die Toiletten. Und die setzen wir hier irgendwo hin. Das passt auch schon mal so, oder? Ja, machen wir so dahin. Dann haben wir das auch. Und dann brauchen wir Passenger City Transit. So, das ist dann der nächste Punkt. Das ist der Stadtverkehr. Und da brauchen wir eine Halte, Open City Transit Menu und Select Commuter Bus Station. Bus Station. Das hier ist der Pendlerverkehr. Und da kommen wir nicht weiter hin. Dann soll der dahin. Dann machen wir den dahin. So, dann haben wir den Anschluss auch. Und dann brauchen wir den Pendlerverkehr hier. So, da kann man jetzt die Zeiten auswählen, wann der Bus hier hält. Das machen wir aber erst später, weil ich will gleich gucken, wie der Zugplan ist. So, dann brauchen wir Angestellte. Und Cleaning Manager brauchen wir einen. Den stellen wir dann ein. Um 5 Uhr öffnet der ganze Bahnhof. Das heißt, wir fangen mal um 6 Uhr an.
Und der macht eine 8-Stunden-Schicht bis um 2. So, Geld lassen wir so. Dann stellen wir noch einen zweiten ein, der fängt um 2 an und würde dann bis 10 Uhr arbeiten. Machen wir eine Stunde später und dann ist Mittag dazwischen, eine Pause, wo keiner da ist. Und der arbeitet bis 11. 3, 7, 8 Stunden auch. Der ist zwar nicht zufrieden so ganz, aber das ist halt spät. Gut, dann haben wir das schon erledigt. Was sollen wir noch machen? Dann brauchen wir einen Fahrplan. So, und jetzt können wir dann hier unseren einen Bahnsteig, den wählt man hier aus, welcher Zug an welchem Bahnsteig hält. So, und dann sehen wir, was für Sachen hier kommen. Ich mache mal alle erstmal weg und schau, welche Züge wir nehmen. Wir müssen auch beachten, dass dieses zweimal für die Länge des Zuges steht. Wir haben momentan nur Zuglänge 2, also macht es nur Sinn, zum Beispiel die zu nehmen, die dann auch diese Länge haben. Der geht schon nicht mehr. Der geht. Und der geht auch. So, jetzt können wir den noch dazu nehmen und den noch dazu nehmen und den rein theoretisch auch. Warte mal, der wäre Blödsinn, weil der ist zu lang. Das möchte ich dann doch nicht, dass die da draußen mit dem Zug stehen. Das bringt uns nicht weiter. Das heißt, das ist unser Ziel jetzt hier. So, von 5:30 Uhr bis 7 Uhr kommt der Zug und der nächste kommt dann um 11:30 Uhr. So, und jetzt werde ich wieder in den Stadtverkehr gehen. Hierhin. Und jetzt habe ich es schon wieder 7:30 Uhr. Ne, 5:30 Uhr bis 7 Uhr war es. Okay. So, 5:30 Uhr. Das heißt, die kommen ein bisschen eher an. Der Zug fährt um 7 ab. Das heißt, hier braucht kein Bus mehr kommen. Und ich glaube, dann ging es um 11:30 Uhr wieder los. Ich weiß aber nicht mehr, wie lange. Gucken wir mal von 11:30 Uhr bis 1 Uhr mittags. Und ab 2:30 Uhr bis 4 Uhr geht's weiter. Und dann 4:30 Uhr bis 6 Uhr. Und dann haben wir 8:30 Uhr. Machen wir mal 11:30 Uhr bis 4 Uhr planen. 11:30 Uhr, ja, das machen wir schon den. Bis 4 Uhr. 4 Uhr brauchen wir dann nicht planen, weil der nächste. Gucken. Ne, da waren wir ja gerade. Wir müssen den anderen Plan haben. 4:30 Uhr bis 6 Uhr ist dann wieder. Also das ist nur eine halbe Stunde dazwischen. Also 4:30 Uhr bis 6 Uhr. 4:30 Uhr bis 6 Uhr. Und dann hatten wir noch 8:30 Uhr. War das bis 11 Uhr? Bis 10? Ne, bis 10 Uhr war das. Ich glaube, dann lassen wir das so fahren. Sonst, man muss immer bedenken, wenn der Zug hier nicht kommt und die Leute müssen hier warten, dann müssen die beschäftigt werden. Und dann ist die Frage, ob die, wenn die nicht richtig beschäftigt werden, nicht irgendwas demolieren, weil das passiert in dem Spiel ja auch. Gut, damit haben wir den Plan gesetzt. Und dann gucken wir weiter. So, jetzt kriegen wir neue Leute und sowas können wir machen und größer werden. Dann F1-Taste ist für die Hilfe. F2 für zufällige Tipps. R für Dingens und P für Statistics für Passenger. So, und das heißt, wir können jetzt hier weiterlaufen lassen. Da kommen schon die ersten netten Leute hier, wie man sieht. Ich glaube, die sind schon diejenigen, die unser Dingens kaputt machen, ne? Oder? Ja, da geht's schon los. Angestellte, Police Officer oder Polizist. Und da geht's schon gleich los mit 5 Uhr. Boah. Ist der denn jetzt schon da, unser Polizist? Ah ja, einen hat er schon erwischt. So, dafür haben wir natürlich schon das Pech gehabt, dass schon die Klamotten hier kaputt sind, ne? So, 5 a.m. bis Mittagspause. Na, lass uns bis 1 Uhr arbeiten, den. Okay, dann haben wir das schon geklärt. Können wir gleich schon wieder Objekte auswählen, die wir da wieder hinstellen können.
Also Objekte, die kaputten, Rechtsklick, wenn man die Objekte ausgewählt hat, und dann kann man sie neu hinsetzen. Jetzt weiß ich nicht. Na, ja, der war auch kaputt wohl. Gut, dann ist das wieder erledigt und wir kriegen jetzt dann hoffentlich Geld in der Kasse, wenn die ersten Züge kommen. Da ist schon, also hier oben sind Nebengleise, ne, ist klar, und hier ist unser Gleis. Ich scroll mal ein bisschen raus und wie ihr seht, hier sieht man, dass es Gleis 2, Gleis 3 und so weiter, und wir können dann schön erweitern, ne? Sieht man hier schon, vorhin haben wir was gebaut, was wir gar nicht bauen wollten, das hier zum Beispiel. Das ist dann schon wieder passend, ne? So, das weg, und die Plane können wir vielleicht sogar lassen, ne? Oder? Ja, die passt, ne, das ist auch schon verkehrt, da kommt der Bahnsteig hin. Da muss man am Bahngleis, muss man diesen Bahnsteig machen zum Ein- und Aussteigen, ne? So, jetzt haben wir die Leute, die hier warten und nett und lieb sind. Jetzt müssen wir die noch ein bisschen schauen, dass die glücklich und zufrieden sind. Und dafür können wir zum Beispiel einen Snackautomaten hinstellen. Den machen wir mal dahin. Und dahin. Ist der da jetzt hingebaut worden? Ich glaube nicht. Das geht irgendwie nicht da. Sehr schade. Da ist schon wieder einer. Weiß nicht, wo unser Officer ist. Da ist er. Der kommt jetzt, glaube ich. Und hat ihn erwischt. Gut. Nein, dann machen wir nur einen Snackautomaten jetzt dahin. Und müssen dann noch überlegen, was wir noch machen. Ja, es gibt Statistiken. Die sind hier unten zu sehen. Was am Tag passiert. Das sind die Ticketeinnahmen, die wir haben. Das ist, was wir jetzt durch zusätzliche Dinge wie hier den Automaten da einnehmen. Das ist komplette Einnahmen. Und das sind die Ausnahmen. Das ist unser Reinigungsservice und unser Polizist, das Geld. Hier sieht man, wie viele Leute gereist sind. Traveler sind Reisende und Passenger sind Passagiere. Sehr interessant. Vandalisten sind 4 da gewesen und Notfälle haben wir auch schon 4 gehabt. Hier unten ist die Zufriedenheit. Wir haben nur einen Track, einen Stern gibt es dafür. Komfort ist jetzt nicht so dolle und Sauberkeit ist top bewertet. So, jetzt müssen wir dann gucken, dass wir, was wir hier weitermachen, ne? So, zum Beispiel diese Bahnhofsuhr. Wenn man die hier hinstellt, dann verbessert sich die Information. Das war hier unten, können wir dann nochmal gucken. Information ist jetzt aber nicht gestiegen, weiß nicht, ob das erst am nächsten Tag passiert oder so. Muss man gucken. Ja, weitere Anlagen, hier ein Tickethäuschen kann man da bauen, zum Beispiel ein Infostand. Diverse Dinge, die man da noch reinbauen kann. Muss man halt gucken, wo man mit anfängt. Hier so eine, na, das war nicht die Uhr, wollte ich nicht, sondern so eine Tafel, wann welcher Zug fährt, ist sehr interessant, denke ich, für die Leute. Machen wir dahin. Und dahin. Und dann müssten wir mal schauen, was wir noch so machen können. Oder was wichtig ist. Ist das hier unten? Ein Kaffeestand, der ist doch auch schön, ne? Den setzen wir mal hier gleich hin, oder? Oder so. Ich denke, den machen wir mal da ein. So. Es ist 5 Uhr Nachmittag. Das ist der vorletzte Zug ungefähr, glaube ich. Wie ihr seht, wenn die einsteigen, wird kassiert. Man kann sich dann durch F2 auch hier noch die zusätzlichen Dinge hier anzeigen lassen. F1 war dann die Info, die dann da auch noch abläuft. Und hier gibt es noch Infos, ne? Was für Punkte andere haben. Hier kann man noch Kredite aufnehmen. Und hier gibt's die Tutorial-Geschichte. Die fängt dann wieder da bei Anfang an. Gut, das war das. Haben wir alles soweit erklärt, denke ich. Ja, jetzt muss man gucken, dass man wirtschaftlich das am Laufen hält. Hier kann man noch weitere Bahnsteige dann, Bussteige machen.
wo dann die Besseren unterwegs sind. Und man muss dann halt schauen, dass man halt das Ganze ausbaut, dass man hier unten ein weiteres Gleis hinbekommt, da wo die Züge reinfahren. Und der Plan für die Züge, der ändert sich auch regelmäßigen Abständen. Ich glaube, alle 3 Tage gibt es einen neuen Fahrplan. Da muss man wieder gucken, dass das passt. Dann muss man schauen, dass der Bahnhof immer schön sauber ist. Hier gibt es noch einen Frachtmanager, Bauarbeiter, der müsste dann den Bahnsteig reparieren. Da sieht man dann nachher so Risse im Boden zum Beispiel. Oder die Automaten gehen auch mit der Zeit kaputt bzw. werden demoliert. Hier gibt es auch einen Arzt, den man dann einstellen kann für die Notfälle, die dann hier umgekippt sind. Das ist ein schlechtes Image, wenn das hier passiert. Der Polizist hatten wir und der Reiniger, der ist natürlich auch dafür da, dass es überall sauber ist. So, öffentliche Telefonzellen wären zum Beispiel jetzt vielleicht noch interessant irgendwo hinzubauen. Ist ja heute schon gar nicht mehr nötig von den Leuten her, dass man sowas hinbaut, weil die alle ihr Handy dabei haben. Ja, und dann, was macht man dann noch hin? Das ist die Frage. Großverkauf. Können noch Fahrgäste Essen kaufen. So vielleicht noch. Und dann wird unser Bahnhof schon besser. Ach, hier sind noch Mülleimer, ne? Die machen vielleicht noch ganz viel Sinn. Dass die Leute von sich aus schon mal irgendwo was hinschmeißen können. Ja, ich glaube, das lassen wir mal so. So, dann hört ihr gerade, dass der Bahnsteig dann geschlossen wird. Es ist Nacht. Mitternacht, die gehen jetzt alle nach Hause und in der Zeit kann man dann weiter was machen. Einkommen wurden jetzt aktualisiert. Das rutscht jetzt alles einen Tag nach hinten. Wie ihr seht, haben wir 28.950 eingenommen von Tickets und von Verkäufen. Das ist das, was unsere Leute Dingens dann an Lohn bekommen. Das waren die Passagiere, die da waren. Und ich weiß nicht den Unterschied zwischen Traveler und Passenger, was da jetzt mit gemeint ist. So, hier unten seht ihr, da haben wir den Informationsstern den ersten auch dazu bekommen, auch schon am ersten Tag geschafft. Ja, und so muss man gucken, dass man das Geld jetzt zusammenkriegt, um den Bahnsteig zu erweitern, ne? Beziehungsweise, das ist, entscheidend ist, dass es nicht billig ist. Was Sinn macht, ist erstmal vielleicht, dass man das hier auf den nächsten Level bringt, indem man hier jetzt bis dem auf, sag schon, 3 Zuglängen erweitert. Das macht vielleicht Sinn. Da können wir schon mal so machen. Und dort auch. Dann ziehen wir hier noch die Wand lang. Und hier auch. So, dann ist das offener. So, jetzt ist zu überlegen. Ja, machen wir das weg. Das ist weg und das auch. So, dann ist Zuglänge 3 auch da. Das konnten wir uns jetzt schon ganz gut leisten. Jetzt holen wir noch ein paar Objekte rein. Die Bänke drehen. So, ne? Haben wir das auch. Jetzt haben wir hier einen Fotoautomat. Ist die Frage, ob wir das brauchen. Hier vielleicht noch irgendwo so eine Zugtafel hin. Machen wir da auch noch. Dann passt das schon. Telefon hatten wir da hinten. Ja, machen wir da mal hin, ne? So, da kommen die nächsten Züge rein. Ich weiß gar nicht, wie jetzt unser Fahrplan aussieht. Aber ich glaube, das ist alles noch identisch geblieben zum letzten Mal. Wir können natürlich hier, hätten wir noch die beiden Züge jetzt auch annehmen können mit Länge 3. Das haben wir natürlich verpennt, ne? Jetzt ist tagsüber halt. So, wie ihr seht, nehmen wir jetzt Geld ein, wenn die Leute da einsteigen. Das ist unser tägliches Geschäft. Gucken, dass wir keine Randalierer haben, die da Vandalismus betreiben. Vielleicht sollten wir noch einen zweiten Polizisten einstellen, der zu einer anderen Schicht da arbeitet. Angestellter. Polizist.
Er macht 5 bis 1. Dann heuern wir da einen von 2 Aue an. Und der macht dann bis abends um 10. Dann passt das schon. Gut. Ja, Reiniger haben wir, glaube ich, 2, ne? Ja, passt. Ja, und dann müssen wir irgendwann überlegen, wann wir den ersten da zum Reparieren einstellen. Noch sehe ich keine Schäden. Lassen wir vielleicht erst. Das ist ja auch der Arzt, das ist der zum Reparieren, ne? Jo, Objekte. Jetzt müssen wir überlegen, was man da noch hinbaut. Hier könnte man zum Beispiel eine schicke Blume machen. Und ja, gute Frage, wie es weitergeht. Kaffeeautomaten hatten wir schon. Imbisswagen. Vielleicht hier hin so. Ja, machen wir mal, ne? Mehr Einnahmen generieren. So, jetzt haben wir das schon mal soweit alles fertig. Und jetzt müssen wir schon überlegen, wie wir weiter vorgehen. Wir müssen im Endeffekt Geld machen, damit wir das nächste Gleis anbinden können. Das Gleis kann man jetzt schon bauen, ist aber erst aktuell, wenn der Prallbock nachher da ist, ne? Also jetzt hier kann man schon mal bauen. Ne, das geht schon mal. Wird auch der Zaun hier durchbrochen. Die Linie ist da, aber es fährt noch kein Zug dahin. Der kommt erst, wenn der Prallbock da ist, ne? Machen wir mal bis dahin. Wie man sieht, ist das jetzt so, das, was wir erarbeiten müssen, sozusagen, damit wir die Gleise verlängern können. So. Der Zug fährt wieder. Und dann müssen wir gucken, dass wir Geld dazu bekommen. Ja, hier wurde gerade was verkauft, da auch. Da zieht einer das Ticket, oder? Toilette wird frequentiert. Ne, das ist die Reinigungskraft, die da durchgeht. Die hat gecheckt, ob alles sauber ist. Jo. Da werden gerade wieder Passagiere abgesetzt, wie ihr seht. Warum das so blitzt, keine Ahnung. Ja. Die ziehen dann ein Ticket zum Beispiel, ne? Ja, was haben wir sonst noch hier? Das war es eigentlich schon. Ja, F2 kann man nochmal drücken. Da ist dann hier Einkommensaktualisierung. Ja, das war die Info. Ja, Wüten und Dingens, das kann man sich angucken lassen, ne? So, das ist hier. Kann man sehen, wer welches Ticket gekauft hat oder noch keins. Aber was war das jetzt für ein Ding ins Knopf zum Drücken? Achso, Tickets per, ja, das war P, war das, alles klar. So, jetzt seht ihr das, ne? Das ist jetzt hier, wer welches Ticket hat. Hier, wie glücklich sie sind. Und dann wieder weg. Jetzt ist der Zug gekommen. Und dann kann man sehen, wie da Leute steigen ein aus. Wir haben zurzeit hier 4150 steht, aber das passt dann nicht. Weil das wird hier mehr, ne? Wird wohl am Ende abgerechnet. Okay. Da steht unser Kopf. Track ist da. T1. Ja. Und so weiter das Spiel fortgeschritten ist, umso weiter länger werden die Züge dann auch. Das gibt's auch dann, dass das dann die mit der Zeit die längeren Züge gibt. Da muss man dann auch nachher überlegen, wie weit man sein Terminal ausbaut. Dass man alles bedienen kann. So sieht jetzt alles ganz gut aus eigentlich. Läuft, ne? Jetzt kommt wieder noch ein Zug rein. Ne, der ist da hinten. Ein Güterzug. Ja, das Terminal
für die Güter, die ist hier unten. Und da kann man hier diesen schicken Knopf drücken und dann verdient man 5000. Ich weiß aber nicht, ob das mal richtig werden soll oder nicht, weil das ist jetzt so ein Gimmick sozusagen schick, wenn man es so sieht. Der setzt das jetzt ab. Und ja, da fährt der Stapler dann aus der Kiste raus und belädt hier den Van, der dann da gleich wegfahren wird. Na, und jetzt ist die Kiste weg. Und bei jedem Mal anheben gibt es ein Fünfer wieder mehr dazu. Ne? Da kommt der nächste Van. Ja, dafür ist das interessant gemacht. Ne? Jo. Das ist die Frage, ob das denn Spaß dann nicht bremst, wenn man sich das Geld nicht verdient hat, sondern das da weggeholt hat. Vielleicht läuft es auch irgendwann mal richtig sozusagen, ne? Dass man da was hin und her schicken muss. Hier macht man ja nichts anderes mit Personen. Ja, sonst eigentlich ganz nett gemacht, das Spiel, denke ich. So, jetzt ist schon kurz vor 12 gleich. Wir haben jetzt hier 14.000, wir können auch mal da gerade drücken. Kriegen wir noch mal ein paar Mark zusammen, ne? Ja, das Spiel ist im Early Access. Gibt es also schon zu kaufen. Und ja, man muss gucken. So, jetzt machen wir hier mal gerade Pause, weil wir nach 12 haben. Jetzt ist hier der Fahrplan am Blinken. Wie ihr seht, ist jetzt der Fahrplan wieder rausgeschmissen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die beste Möglichkeit verbinden. Wir haben ja diese Pendler sozusagen, die dann mit dem Bus kommen. Vielleicht macht es auch am meisten Sinn, dass wir dann hier die Pendler in Empfang nehmen. Ne? Das ist jetzt 8.30 Uhr. 3.3 passt schon. So, und der Rest müssen wir jetzt gucken, was wir da nehmen noch von diesen dreien. 5.30 Uhr bis 7 Uhr, 6.30 Uhr bis 8 Uhr. Da kann man sowieso nur einen nehmen. Und davon nehmen wir den CityLink wahrscheinlich, weil der mit drei Anhängern dann am meisten Passagiere bringt. Würde ich jetzt mal sagen. Das ist hier unsere Einstellung. So, jetzt geht mal wieder rüber zum Stadtverkehr. Jetzt müssen wir gucken, 6.30 Uhr bis 8 Uhr und 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Das ist jetzt hier wieder einzustellen. 6.30 Uhr bis 8 Uhr, machen wir also bis 7 Uhr. Und dann war 10 Uhr. Ich glaube 10.30 Uhr bis 12 Uhr war der nächste, ne? Na komm schon. Ja, 10.30 Uhr bis 12 Uhr und dann geht es ab 2.30 Uhr wieder weiter. Wieder hier hin. Bis 12 Uhr, der kann also weg eigentlich. Um 2 Uhr geht es weiter, hatten wir gesagt, glaube ich. 10.30 Uhr bis 12 Uhr, 2.30 Uhr bis 4 Uhr, 2.30 Uhr bis 4 Uhr, das bringt uns dann auch nicht da weiter, dann gucken wir wieder an den nächsten Zug, und dann 6.30 Uhr bis 8 Uhr, durchgehend 6.30 Uhr bis 10 Uhr sind dann die nächsten dann, 6.30 Uhr, bis 10 Uhr. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wann war der letzte Zug da? 4 Uhr und 6.30 Uhr. Ja, da wäre jetzt eine Stunde vorher sind die da, bis 10 Uhr. 10 Uhr dann nicht so, dann ist das ungefähr wieder passend. Ne? Gut, dann können wir das auch laufen lassen und dann ist alles gut. So, ja. Holt nochmal da wieder einen Container ab. Und dieses Spiel kann man unendlich weitermachen mit dem Geld scheffeln, ne? So, das heißt, wir haben jetzt wieder Geld gemacht. Das heißt, hier können wir wieder Gleise kaufen. Na, das ist jetzt bis dahin. Jetzt müssen wir hier natürlich was wegreißen. So, das war ja jetzt auf... Ne, bauen sind wir ja, ne? Eigentlich müsste es auch mit dem Rechtsklick doch weggehen, oder? War das nur hier mit, wo das mit dem Rechtsklick geht? Nee. Jetzt will ich das nochmal wissen. Nein. Geht das nur mit der Wand, dass das dann weggeht? Ja. Gut, so, das ist jetzt alles wegzumachen, ja.
Weil da muss ja das Gleis hin, ne? Nur damit ihr es gesehen habt, wie man das baut dann. Hier ist auch noch ein Stück und da und da. So, das bedeutet jetzt, ich weiß nicht, ob man rüberarbeiten kann. Nein, kann man nicht. Das bedeutet, das muss auch noch alles weg. Und zwar bis da wohl hin. So, dann den Track wieder aufnehmen hier. Das ist zu teuer. Müssen wir wieder sparen. Oder aber man geht hier unten hin und klickt da einfach, wenn der nächste Zug kommt, drauf. Dass man das dann bekommt, das Geld. So, der Kran ist da. Fährt er in die Grundposition? Nein, er bleibt da. Und geht wohin? Dahin. So, holt er, da ist ein Truck zum Beladen gekommen. Ja, wie man sieht, hat er den da hinten weggenommen und legt ihn dahin. Da muss wohl noch ein bisschen was programmiert werden. Ja, den nimmt er auch. Und da ist vorne der zweite weg. Sehr spooky. Läuft, ne? So, jetzt haben wir ein bisschen Geld gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie wir noch brauchen. Um das hier oben anzugucken. Ja. Fehlt noch ein bisschen. Nochmal Kran spielen. Nochmal 5er. Achtung bitte. Noch ein. Ja, das ist im Großen und Ganzen das Spiel. Muss man halt gucken, dass man fertig wird. Wenn man so ein bisschen zeigen möchte, geht man da hinten hin und baut das am Kran an. Sonst wirtschaftet man besser vielleicht hier oben, um den Spielspaß nicht zu verderben. Hier das richtig los. So, jetzt ist dann das Geld noch nicht genug da. Ist da noch ein Zug, der da gleich kommen wird? Könnte sein. Jetzt ist er hier vorne stehen geblieben. Lädt da nochmal. Es ist aber kein Zug da, der fährt aber gleich hier wieder rein. Also sollte von da unten eigentlich kommen, oder? Der war nach oben weggefahren, ne? Normalerweise kommt immer ein Zug von unten rein und dann kann man wieder Geld scheffeln. Das war auf jeden Fall letztens. Vielleicht haben sie was geändert mit einem Update, das weiß ich jetzt nicht. Ja, der kostet uns dann hier richtig Geld, ne? So, dann müssen wir das hier noch machen. Damit wir die Leute ein- und aussteigen können. Beidseitig natürlich. Na, kommt der Zug da jetzt noch oder nicht? Kommt er wohl nicht. Also ist das anders. Ja, so könnt ihr euch das ungefähr dann vorstellen, wie das läuft. Hier kann man, wie gesagt, den Bahnsteig dann noch erweitern oder Bahnsteig G erweitern. Ist alles möglich. Das macht er da nicht. Da ist auch noch einer zu setzen. Die R-Taste zum Dingens, sag schon, umbauen. Und dann läuft's. Gut, das bedeutet, hier den Dingenswagen muss man wegnehmen. Am sinnigsten wahrscheinlich hier rüber. Dann ist er auch weg. Geld, weiß ich gar nicht, gab's wahrscheinlich nicht zurück. Glaube nicht. Da muss man dann genau gucken, wie man was baut. So, 500 haben wir nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in den anderen Projekten auch wieder mit reinschaltet. Bis dann, tschüss!